Wir sind auf der Autobahn B8 Heimsheim in Fahrtrichtung Stuttgart. Wir sind alarmiert worden zu einem Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen und die weitere Lage war unklar. Beim Eintreffen haben wir in der Tat 3 Fahrzeuge vorgefunden. Ein Fahrzeug an der Mittelleitplanke, ein Fahrzeug auf der Seite liegend auf der Mittelspur, ein Fahrzeug auf dem Dach liegend im Grünstreifen. Keine Person war mehr in den Fahrzeugen. 3 verletzte Personen wurden bereits vom Rettungsdienst versorgt und betreut. Von der Seite haben wir immer ein hohes Verkehrsaufkommen. Das ist für uns immer eine Herausforderung, an die Einstelle zu kommen. Aber im Großen und Ganzen durch die Lage direkt an der Einfahrt war es für uns kein größeres Thema, an die Einfahrtstelle zu kommen. Die Feuerwehr Rudesheim war mit 4 Fahrzeugen und 22 Mann vor Ort. Die Feuerwehr Leonberg war mit 3 Fahrzeugen vor Ort, konnte den Einsatz aber gleich abbrechen, nachdem keine Person eingeklemmt war. Wir unterstützen jetzt den Abschlussdienst bei der Bergung der Fahrzeuge, leuchten die Einsatzstelle noch aus und sichern die Unfallstelle ab. Und dann ist für uns auch Einsatzende.